machst du denn in der Küche? Ach, ich hatte irgendwie keine Lust mehr, mit Kochbüchern zu kochen und dachte, ich probiere mal eine der Koch-Apps aus. Mhm. Koch-App? Was ist das? Na, im Prinzip ist eine Koch-App ein digitales Kochbuch, nur mit viel mehr Möglichkeiten, weil du alle Rezepte aus dem Internet raussuchst. Komm, ich zeig's dir. So, hier habe ich jetzt einfach mal eine der Koch-Apps geöffnet. Da kann man erstmal schauen, was man überhaupt vorhat, ob man kochen will, backen will oder was Neues ausprobieren möchte. Ja, und wo sind da jetzt genau die Vorteile gegenüber einem normalen Kochbuch? Naja, zum einen kannst du hier mit Videos begleitet werden. Das heißt, jemand wie du, der nicht so gut kochen kann, wird Step by Step begleitet. Oder wir haben ganz viele Bewertungen von anderen, die schon dieses Gericht ausprobiert haben. Dazu kommt die enorme Vielfalt. Es ist im Prinzip wie alle Kochbücher, die man sich vorstellen kann, zusammengefasst in einem. Ja, das klingt cool. Lass uns das mal ausprobieren. Das machen wir. So, heute probieren wir mal veganes Kürbiscurry. Sag mal, haben wir eigentlich alles da für das Rezept? Ich weiß es gar nicht. Wir schauen einfach mal. Das ist gut, oder? Tada! Tada! Das riecht richtig gut. Finde ich auch. So, jetzt noch Kurkuma. Okay. Sieht auch sehr gut aus. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, wie es schmeckt. Ich auch. Also ich finde es super. Ist richtig, richtig lecker. Und, hat dich die Koch-App überzeugt? Auf jeden Fall. Also ohne die App hätten wir das so gut nicht hingekriegt, glaube ich. Darauf stoßen wir an.